damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgeddon. Heute ist Montag und das heißt wieder, das Loot-Turnier fängt an. Wie man auch sieht, meine Truppen sind nicht auf Level 6, sondern ich benutze meinen zweiten Account, da der Loot viel besser ist als auf meinem ersten Account. Ihr habt ja gesehen letzte Woche, was da für ein Loot war. Ja, das ist Loot für mich, das ist Loot. Boah, das fängt schon mal richtig geil an und ich kann die Zauber auch verwenden, da ich ja sowieso kein Elixier mehr brauche und wir müssen ja nur das Loot hier rausbekommen. Richtig geil. 280k von beidem war das, ne, aber das Problem wird jetzt sein, alles zu bekommen. Alter, beim dritten Klick war das schon, ne? Na, so stelle ich mir Loot vor. Mein Ziel beim Loot-Turnier ist es ja, Dritter mindestens zu werden, aber momentan sieht es ja nicht so knorke aus. Ah, das Gold wäre noch geil, wenn wir es mitnehmen. Elixier brauche ich nicht mehr. Einfach hier mal einen Heilzauber drauf klatschen. Okay, komm. Und hier ein Wut. Ja, nice. Das ist richtig nice. Und los. Noch die Goldmine hier. Mach die Goldmine da kaputt. Im Notfall habe ich noch den Barbarenkönig. Bam, Junge. Das ist richtig fetter Loot. Und jetzt werden wir beenden und ich habe voll vergessen, die Kaserne zu boosten. Das ist beschissen. Oh fuck. Los. Boosten. Okay, über eine Minute geht das Loot-Turnier schon. Joa. Alter. Wenn wir heute nur so ein Loot haben, dann kann ich schon mal wieder mächtig aufholen. Denn momentan liege ich ja zurück mit, weiß ich nicht, insgesamt 400k, glaube ich. Und die haben wir gerade reingeholt, auf jeden Fall. Es ist gerade 12.48 Uhr, die Folge muss also um 16 Uhr draußen sein. Ja, müsste eigentlich funzen. Im Übrigen kommt ja heute wieder eine Five Nights at Freddy's Folge, darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, noch ein bisschen können wir jetzt 1,5 Millionen, davon kann man wieder Mauern machen. Egal, wenn wir bei 2 Millionen sind, machen wir ein paar Mauern, also beziehungsweise 10. Denn hier habe ich eigentlich alles auf Max, die restlichen Sammler hier, wenn die abgegradet sind, kann ich nichts mehr upgraden hier. Und das ist mega geil, da muss ich nur noch die Mauern machen, aber bis nach dem Loot-Turnier, glaube ich noch, bleibe ich hier. Extra fürs Loot-Turnier. Denn der Ratus Level 7 Base-Loot, ja, was heißt hier? Naja, der Ratus Level 7 Loot, der ist mega geil und den will ich nicht einfach so wegschmeißen. Yo, im Clan-Krieg haben wir im Übrigen verloren. 35 zu 42, das Problem war, es haben wieder zu viele gefailt. Ich wurde gestreestart, ey, das gucken wir uns mal an. Das habe ich mir angeguckt, das ist Goal, also Go Wipe ist das. Mit zwei Golems. Okay, ein Golem vorgeschickt, Mauerbrecher hinterher und da ist irgendwas unter meinem Schreibtisch runtergefallen. Okay. So. Okay. Go Wipe. Kann so ein Dorf wie meins. Ich will jetzt nicht angeben, aber mein Dorf ist ja nicht schlecht, ne? Von den Verteidigungsgebäuden her. Okay. Das muss ich mal im Clankrieg ausprobieren. Zwei Golems, sehr viele Magier und drei Hexen. Das muss ich mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Was er hier geholt hat, ist schon unglaublich. Irgendwie fände ich im Clankrieg sehr oft gestreestart. Ich wurde auch einmal nur mit GoYY. Nee, nur mit GoY gestreestart. Daher kenne ich auch die Taktik. Davor habe ich noch nie was von der Taktik gehört und jetzt läuft auf jeden Fall. Die Taktik, ich weiß nicht, die lohnt sich irgendwie nicht für einen Clankrieg, finde ich. Aber ich muss mal ausprobieren. Irgendwie vier Golems und sehr viele Magier hinterher, dann haben wir vier Golems, also 4 mal 30, das sind 120. 100 Platz noch für Magier, okay. Ja, dann noch ein paar Magier in der Clanburg. Das werde ich mal ausprobieren. Und gucken, was man damit reißen kann. Ich würde dann so sagen, zwei Wutzauber, ein Heilzauber und ein Sprungzauber würde man damit nehmen. So. Hier nochmal abholzen. Die Tanne da. 140 haben wir wieder. Ich würde sagen, wir warten lieber, bis wir die Truppen wieder voll haben. Beziehungsweise das Armeelager. Ey, ich will noch ein paar Truppen nachproduzieren. Und wenn so der Loot heute aussieht in der Folge, das wäre mega geil. Irgendwie ist irgendwas Komisches mit meinem Mikrofon los. Und zwar, es hat irgendwie angefangen zu rauschen, wenn man es jetzt lauter stellt. Früher habe ich ja immer auf Ton 90 aufgenommen. Da hat es nie gerauscht. Auf einmal hat es jetzt gerauscht. Letzte Woche ist mir mein Mikrofon auf den Boden gefallen. Ja, der Ständer ist so unstabil. Das ist immer, keine Ahnung, was so los war.
Ich komme so angewandt in mein Zimmer, auf einmal fällt das Ding so um. Das fand ich nicht lustig. Alter, jetzt reicht's aber langsam. Android 5.0. Für Android 5.0 gibt es sehr viele schöne Aufnahmeprogramme, aber diese Push-Up-Benachrichtigungen, die sind beschissen wie sonst was. Ja, ich hab's verstanden. Bitte, bitte hört auf, mir jetzt voll zu spammen. Ist wahrscheinlich wieder irgendeine Gruppe. Rathaus Level 8, 2 Lager, ein Bogenschützenturm, 50 Mauern, ein Magierturm, eine Luftabwehr, noch der vierte Minenwerfer, ein Tesla, ein Bohrer. Alter, das wird geil. Und die Skelettfalle, naja, die werde ich nicht unbedingt brauchen, aber wieso nicht? Wieso nicht? Wieder noch ein paar Truppen ausbilden lassen und schnell angreifen, damit wir auch gar keine Zeit verlieren. Sind beinahe schon 6 Minuten vergangen im Loot-Turnier, also noch 14 Minuten circa. Go, Loot, go. Ja, ein bisschen schneller suchen wäre auch hilfreich. Bitte, Telekom. Ich weiß, euer Internet ist scheiße. Aber bitte, jetzt nur für die Dingszeit, für die Loot-Turnierzeit, da müsst ihr gut sein. Und nicht so lange suchen. Nein, kein Loot. Ah, jetzt habe ich so vom Loot hier geschwärmt. Wahrscheinlich werde ich auch gar kein Loot mehr bekommen, weil ich so viel geschwärmt habe. Ich hätte die Folge lieber abends aufnehmen sollen. Abends ist der Loot wirklich immer besser. Das ist nicht nur Einbildung, das ist wirklich so. Man findet mehr inaktive Spieler. Woran das liegt, weiß ich nicht. Irgendwie an den Zeiten so in der Welt. Wenn bei uns abends ist, ja, dann ist es bei sehr viel Nacht, ne? Ja, das ergibt Sinn. Los, schneller suchen. Ja, das ist wenig Loot. Wenn ich so Grabsteine sehe, können wir den Threestern? Ja, ich glaube schon. Ah, ich hätte erst nach Riesenbomben suchen sollen. Ich bin so ein Spast. Aber der geht zu früh hoch auf jeden Fall. Da kann er noch einiges upgraden, wenn er auf Rathaus Level 8 ist. Also wie gesagt, niemals zu früh hochgehen. Auch wenn ich das damals selber gemacht habe, aber... Ja, ich glaube, ich war schon mit Level 44 auf Rathaus Level 8. War ein Fehler, ein wirklich großer Fehler. Ich hätte erst alles maxen sollen und dann hätte ich ruhig hochgehen können, aber nicht vorher. So, holt euch den Loot. Der leckere Loot. Boah, geil. Das meiste haben wir hier rausgeholt, aber noch nicht alles. Heilzauber setzen, nein. Der Barbarenkönig kann noch ein bisschen reißen. Ein bisschen ist noch in den Lagern drin. Scheiße, wir haben nur 90.000 Gold rausgeholt und 80.000 oder 90.000 Elixier. Egal, werden wir gleich sehen. Für einen 3-Star hat es leider nicht gereicht, da die Minenwerfer in der Mitte waren. Zumindest zwei. Und wenn die Minenwerfer da in der Mitte sind, dann sieht es immer schlecht aus mit dem Bartsch. Los, ja, ein Lager noch kaputt machen und jetzt... Zum Minenwerfer, okay. Das Lager kriegen wir nicht mehr kaputt, schade. Da waren zwei, drei Barbaren, die das Lager kaputt gemacht hätten. Aber wegen dem Minenwerfer, der letzte Schuss vom Minenwerfer hat die Barbarians kaputt gemacht. Wobei, hier leben noch welche. Wir könnten uns eventuell noch das Goldlager holen. Die Truppen sind ja im Nachhinein, also in den Kasernen noch am Produzieren. Also können wir uns sogar Zeit lassen. Nice, das Gold haben wir sogar noch bekommen. Ein bisschen Gold ist noch im Rathaus, aber das ist ja beinahe nichts. Ja, weg, weg, weg. Danke, Benachrichtigungsfenster, dass du weggegangen bist. Ach ja, auf dem Handy aufnehmen ist ein bisschen... Ja, auf dem PC finde ich es aber nicht so gut, denn das Mausklicken nervt und die Qualität ist auch nicht so schön. 103, 101 ist in Ordnung. Ich brauche Verstärkungstruppen. Ich kann euch leider momentan nichts geben, da ich ja meine Truppen brauche. Ich kann hier auch in meinem Account beinahe nichts mehr upgraden, bis auf die Schweinereiter. Also mit Elixier kann ich ja nichts mehr machen, was ich echt schade finde. Ich habe jetzt 4 Millionen Elixier und kann nichts damit machen. Naja, 3,985. So, Zahlendreher hier. Ich kann nichts mehr machen, bis auf die Schweinereiter, aber die mache ich zum Schluss, da ich den Barbarenkönig erstmal auf 5 bringen will. Ja, also 17.500 kostet er... Auf Level 4, also 7.500 fehlen noch. Und 9 Minuten sind schon vergangen. Ein bisschen Beeilung, Bartsch. 1,6 Millionen haben wir jetzt. Boah. Ich glaube, zum Schluss der Folge machen wir noch ein paar Mauern. Wie viele Mauern haben wir eigentlich bis jetzt? Kann ich ja gleich mal nachschauen. Aber hier wieder ein paar Truppen nachbilden. Damit keine Kaserne im Leerlauf ist. Upsi, falscher Knopf. Layout... anpassen.
Okay, 89 auf 7 und 86 auf 6. Also ich habe schon über die Hälfte auf Level 7. Doch, sieht doch gut aus. Aber ey, dieses Gefühl, nichts mehr upgraden zu können und dann so viele Zauber fertig haben zu können, das ist mega geil. Wenn man so nichts mehr mit Elixier machen kann und immer solche Trollangriffe machen kann, das ist echt mega geil. Aber wäre schön, wenn ich noch so Mauern mit Elixier upgraden könnte, dann würde es viel schneller gehen. Aber leider hat Supercell das Update ja damals zurückgenommen, da Supercell ja auch gewinnen will und viele, naja, eigentlich, ich weiß nicht, gibt es welche, die Juwelen für Mauern ausgeben? Bestimmt gibt es da welche, nicht viele, aber bestimmt gibt es da welche. Und Supercell will ja auch, dass Juwelen gekauft werden, damit die halt Geld verdienen und deswegen haben die das Update damals zurückgenommen. Ja, aber ist auch verständlich. Ich meine, für eine Firma ist ja immer das Ziel Profit. Und wenn die keinen Profit haben, naja, Profit haben die ja genug, die kriegen ja pro Tag, habe ich mal gelesen, 500.000 bis 1 Million US-Dollar und das pro Tag, also da, ja, also ist pro Tag ein fetter Porsche drin. Alter. Und das ist so eine kleine Gruppe, die das Spiel gemacht hat. Also großen Respekt an die. Der Hauptsitz von Supercell ist ja in Finnland, wenn ich mich nicht irre. Ja, in Finnland. So. Okay. Ja, wir haben fast 700.000 von beidem und das erst nach 11 Minuten. In der letzten Folge, naja, nicht von beidem, sondern insgesamt. Und in der letzten Folge haben wir 700.000 ja nach 20 Minuten gefarmt. Also 9 Minuten haben wir noch. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go. Give me loot. Loot, loot. Where are you? Alter, go. Komm, 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 komm. Silberliga 2 ist scheiße, Silberliga 1 ist geil. Das merkt man auch, wenn man oben mal drauf achtet. Ich wette, den nächsten Inaktiven, den wir finden, ist in Silberliga 1. Wenn wir, ich hoffe, wir finden noch einen Inaktiven. Denn wenn der Loot in den Lagern ist, das ist, ja, sehr schwer ranzukommen. Aber nicht wundern, wenn jetzt montags immer die Folgen um 16 Uhr rauskommen. Ich glaube, das habe ich ja auch oft genug angekündigt. Alter, komm schon. Bitte, 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 bitte. Alter, Telekom, ich bring dich um. Das ist wirklich... Ich will ja nicht sagen, aber Telekom ist für mich eine Mongo-Firma. Das ist für mich eine absolute Mongo-Firma, die nichts geschissen bekommt. Eine 16K-Leitung und dann sowas. Ja, willst du noch länger suchen? Ja. Weißt du, da sind wieder 5 bis 10 Sekunden draufgegangen, nur fürs Suchen. Und das ist wichtige Zeit hier im Loot-Turnier. Alter, bitte. Bitte lass mich nicht im Stich, Loot. Bitte. Scheiße, ich hätte 103.000 nehmen sollen. Alter. Also ich wette, da gibt's welche, die mit einer 6K-Leitung schnelleres Internet haben. Aber die sind halt nicht bei Telekom. Ja, sowas zum Beispiel könnte man angreifen. Vom Loot her, aber schaffen wird man sowas natürlich nicht. Mit Level 4 Bartsch. Ja, egal. Bald haben wir ja Level 5er. Und das wird mega geil. Mega geil. Okay. Ah. 14 Minuten. Oh, bitte, bitte, bitte gib mir einen Inner. Alter. Ich klatsch das Handy gleich an die Wand. Weiter. Ein Glück ist das Suchen noch so billig. 300. Ah, nein, das wollte ich nicht. Oh, Mann, oh, Mann, ey. Wir müssen von den Pokalen her höher. Denn hier findet man anscheinend ja nichts. Am Anfang war der Loot jetzt so geil und jetzt zum Schluss ist es nur noch so, wo du denkst, warum? Warum tut der Loot mir das an? Den nehmen wir jetzt einfach. Man muss sich alle Truppen setzen, aber... Den nehmen wir jetzt einfach, bevor wir keinen Loot mehr finden. Ey, es fängt schon an wie auf dem Hauptaccount mit der Verzweiflung. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ja, ein bisschen Gold konnten wir rausholen, aber... Der fette Loot war es jetzt auch nicht, ne?
Alter. Jetzt kriege ich auch noch Skype-Nachrichten. Egal. Die stören ja nicht in der Aufnahme. Nur WhatsApp stört in der Aufnahme. 50% haben wir geholt. Die meisten Loot raus und jetzt wieder nach Hause, weil die Truppen wahrscheinlich schon fertig sind. Nein, doch noch nicht. Okay. Da hätten wir meine Bartsch-Truppen noch ein bisschen weiter rödeln lassen, aber macht ja nichts. Da waren sowieso nur noch 10.000 oder so drin, ne? 155 Clankrieg wollte ich nicht. Ah, das war so wenig. Das war viel zu wenig. Ah. Wir suchen einfach mal jetzt mit nicht vollen Truppen und dann werden wir Loot finden. Das ist jedes Mal dasselbe. Gegner suchen. Punkt, Punkt, Punkt. Telekom scheiße. Punkt, Punkt, Punkt. Och, komm schon. Come on. Alter. Ich schalt. Ja, Mann. Sauber. Den Loot werden wir sogar bekommen, da alles außen steht. Also ist erreichbar. Ist auf jeden Fall erreichbar. Bam, Junge. Das ist Loot. Das ist richtig fetter Loot, Alter. Ich sag's euch, wenn man die Truppen noch nicht ganz ausgebildet hat, dann findet man immer den besten Loot. Aber diesmal haben wir Glück und bekommen den ganzen. Das ist richtig fetter Loot. Richtig fetter Loot. Ja, macht doch den Baba King kaputt. Baba King, immer wenn man das sagt, komme ich mir immer vor wie so ein Assi. Wieso? Keine Ahnung. Los, jetzt macht's kaputt. Ja, nice one. Das meiste haben wir hier rausbekommen. Ja, das Elixier, das brauchen wir ja nicht so stark, dringend. Ja, das ist guter Loot für mich. 175.000, 210.000 Elixier. Elixier können wir sowieso nicht mehr sammeln. Das ist leider das Problem, aber ja, was soll man machen, ne? Aber hochgehen mit einem Rathaus will ich nicht. Ich will erstmal alle Mauern hochbringen und dann können wir ruhig hochgehen. Aber bis jetzt, 17 Minuten wird wahrscheinlich noch für einen Angriff reichen. Bis jetzt ist der Loot, naja. Ich sag dazu besser nichts, also ist auf jeden Fall besser als letzte Woche, würde ich sagen. Wir haben zwei inaktive Spieler gefunden und konnten ein bisschen rausholen. Ah, mein Ziel ist es ja nur Dritter zu werden, also so aufs Treppchen. Der erste ist ja immer noch Dennis von Media TV, zweiter ist Fleoneo und der dritte ist Pucki und vierter bin ich. Ah, naja, ich will auf gar keinen Fall Vierter werden. Denn wer verliert gerne? Also, kenne ich keinen. Wir werden einfach mal weitersuchen. Damit uns das Warten nicht so lange vorkommt. Ah. No Loot. Hashtag No Loot. Hashtag YOLO. Oh Mann, komm. Ey, trotz des Boostens fühlt es sich so lange an. Sind gerade erstmal 6 Barbaren produziert worden und trotzdem. Es geht einfach nicht voran. Sollen wir uns das Gem? Sollen wir uns das tatsächlich Gem? Nein, in der nächsten Folge. Ich spare mir lieber noch die Juwelen, weil ich ja boosten muss. So, 1,8 Millionen. 2 Millionen kann man sogar das Rathaus upgraden, ne? Nee. Lass es lieber, David. Mach die Mauern erst hoch und dann machst du das Rathaus. Ich kann mir Zeit lassen, ist sowieso mein zweiter Account, wo ich meistens nur die Minen und Sammler leere. Okay, die Truppen werden nicht mehr ganz fertig, wie ich sehe. 18 Minuten, über 18 Minuten sind schon vergangen und bald schon 19. Fuck, wir müssen schon suchen, wir haben keine Wahl. Come on, oh, Telekom. Bitte, 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 bitte. Danke. Ah. Oh oh, ja, ich muss noch einen angreifen. Jetzt ist es noch eine Minute. Ab jetzt, komm schon, Telekom, Telekom. Oh, lad schneller, bitte. Jetzt habe ich 150, das müsste reichen, um einen Inaktiven auszuschalten. Oh oh, 40 Sekunden, naja, 50. Ah, komm schon, alles in der Mitte, fuck. Los, schnell. Den werden wir jetzt angreifen. Wir werden, glaube ich, bei weitem nicht alles rausholen, aber das ist mir jetzt sowas von schnürz egal. Denn man darf überziehen. Ja, klar, wenn man den noch angreift davor. Heilzauber. Oh, hoffentlich hält der Heilzauber auch noch lange, bevor die... Die müssen hier durch die Mauer kommen und den Minenwerfer da ausschalten. Ah, ich hoffe es. Ich hoffe, dass die hier viel rausholen. Bitte.
Ich glaube, ich hätte lieber von der anderen Seite angreifen sollen und wir haben keine Klammerung dabei. Und die Vierer Bogenschützen sind auf einem Fleck. Scheiße, okay, die Zeit ist jetzt offiziell vorbei. Aber das stört keinen, wenn man überzieht, glaube ich zumindest. Oh, das Rathaus interessiert keinen. Was wir brauchen, ist Loot. Fetten Loot brauchen wir jetzt. Die Barbaren leben nicht mehr. Zumindest, nein. Es leben vielleicht ein, zwei, aber die Bogenschützen... Ah! Okay, der eine Barbar hat die Bogenschützenmenge noch gerettet. Das Elixier brauchen wir nicht. Wir brauchen das Gold, aber Elixier gehört ja auch noch zur Loot-Challenge dabei. Dazu. Los, mach die eine Elixier... Eine Elixier-Sammler, ich schwöre. Ein Elixier-Sammler, mach den noch kaputt. Mach den noch kaputt. Bitte, 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 bitte. Ah. Hätten wir den Barbarenkönig dabei gehabt, da wäre sowas noch geworden, ja. Elixier-mäßig haben wir mehr rausgeholt als Gold, aber... Jo, ich würde dann sagen, das war's dann auch für die heutige Loot-Turnier-COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und schaut doch mal bei den anderen auf den Kanälen vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die werden sich bestimmt darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.